Ja, meine Freunde, weiter geht's im zweiten Akt der Gears of War Ultimate Edition. Ich bin alleine mit Dom. Wir haben gerade ein unmoralisches Angebot angenommen. Also, wohin geht's, Franklin? Waffen gegen Auto oder so. Ecke F Street und 13. Da werden sich eine Menge Locust auf dem Weg rumtreiben. Verdammt richtig, Mann. Ihr braucht Munition von unseren Kontrollpunkten. Der erste ist beim Fluss. Wenn ich euer Arsch wäre, würde ich selbigen da pronto hinbewegen. Aber pronto, pronto. So, Munition haben wir noch. Was gibt's hier drin Schönes? Außer eine Leiche im Bett oder so. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Machen wir mal die Tür auf, wie üblich, mit dem Bein. Und los geht's. So, hier ein alter Herd. Da steht noch Suppe drin. Ne, alles leer. Es wird Zeit. Finden wir diesen Kontrollpunkt. Tödliche Dämmerung, Einbruch der Nacht. Wow, da geht's schon wieder rum. Granate! Schön! Da war doch noch ein Sniper drin, oder? Über die Treppe! Oder nicht? Also, wir müssen über die Treppe runter. Erdschleicher! Ah, einer kurbelt, der andere schießt. Oder wie ist das? Als erstes erlösen wir den Typen mal von seinem Köpfchen. Bereit zum Schuss! Schön! Wie jetzt? Ah, mit X nehme ich es in die Hand und mit A kurbel ich. Okay, ich kurbel, Dominik schießt oder wie sehe ich das? Okay, ich kurbel, er schießt nicht und schaut nur zu, wie die Gegner da drüben rumrennen. Sehr spannend. Ich meine, der ist auch ein Arsch, oder? Also motiviert sieht anders aus. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Ja, die kennen wir auch, oder? Das sind die Krill. Die einen nur dann nicht angreifen, wenn man sich im Licht befindet. So viel darf ich da jetzt schon mal spoilern. Warte, ich kurbel da und Dominik macht nichts. Okay, die greifen jetzt alle anderen Locusten natürlich auch an, weil sie sich nicht im Licht befinden. Anja, wir sind über den Fluss. Kontrollpunkt 1 sollte direkt vor euch liegen. Wie geht's, Bert? Munition wäre gut. Irgendwer hat rausgefunden, dass Cole Trashball gespielt hat. Und jetzt geht's nur noch, oh, Cole Train, erzähl mal. Und hey, Nummer 83, unterschreib auf meinem Shirt. Oh. Wo zum Teufel seid ihr, Jungs? Wir arbeiten daran. Bleibt ruhig. Bleibt da! Wir kommen rüber! Bleibt unter dem Licht! Scheiße! So viel dazu. Da gibt's wieder den altbekannten Wurstsalat. Franklin, es ist Santiago. Hey, es ist schon dunkel. Sei also vorsichtig. Die Krill sind jetzt vielleicht draußen. Ja, das heißt vielleicht. Also die sind da. Wir haben gerade die Typen an Kontrollpunkt 1 getötet. Scheiße. Okay. Hey, Santiago, Mann. Das heißt, sie kommen hierher. Johnson, überprüf das Licht. Ey, Mann, beweg dich. Kontrollpunkt 2 liegt vor uns. Also Fakt ist, wir müssen im Licht bleiben. Und ich brauche Munition. Das ist wäre nicht so schlecht. Ausgangsloch! Schieß auf die Tanks! Auf welche Tanks? Ich meine, da ist ein Tank, aber... Ach so, wir brauchen die Tanks. Oh mein Gott, ist das ein Idiot.
Aufstehen! Wir brauchen die Tanks wegen dem Licht. Schön! Ich habe kaum Munition. Da ist auch ein Tank. Oh ja! Tank ist gleich Licht. Auf jeden Propantank. Ist gleich Leben. Wir brauchen das Licht. Das wird den Leuten hier nicht gefallen, Markus. Die benutzen den Scheiß. Entweder ja, aber so wir brauchen oder das sie Licht, schlachten Alter. Uns ab. Also tun wir es. Wir brauchen das Licht. Und ganz kleine Munitionsbecken sind hier nur. Wo ist der nächste Tank? Ich sehe ihn nicht. Ich wette mit euch, wenn ich da jetzt durchlaufe. Sind wir down. Wo ist der nächste Propantank? Da ist er. Gut versteckt. Wir nehmen Deckung hinter dem Herd. Und da ist der nächste Tank. Sehr schön. Zurück in dein Loch! Noch irgendwo ein Tank auf der linken Seite oder soll ich hier, ja, hier reinraufen? Hier rein. Wir gehen durch auch das Gebäude. Da ist ein Tank, Tank. Und durchs Gebäude. Okay. Wir sind im Gebäude. Gebäude bedeutet auch ein bisschen Licht. Oh, yeah. Dem blasen wir mal den Helm weg. Schön. Und irgendwie kann ich jetzt zu dem Typen an der Troika flanken. Was ist mit dem Dom? Wo ist er? Ist der Trottel ins Dunkle gerannt oder was? Ich meine, das ist ein Scherz, oder? Oh mein Gott, der liegt wirklich im Dunkeln, dieses Arschloch. Danke, Mann! Nein! Wow, das war knapp. Dominik, wie schaut's aus? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Wow. Der erschreckt mich. Alter! Raoul, bist du da? Ich hab gedacht, es kommt nix. Und plötzlich kommt diese Sau aus der Tür raus. Ja, Baby, wir haben Anschluss. Die geben uns richtig geiles Essen. Von dem Zeug kriegen wir alle Dünnschiss. Bert muss sich erst noch eingewöhnen, du weißt schon. Bert soll die Fresse halten und essen. Wir sind bald zurück. Verstanden. So schaut's aus. Wir sind bald zurück. Aha, da drüben haben wir wieder ein Löchli. Im Licht nämlich. Dem jetzt den vollen Vorteil. Alles kein Problem, wir gehen das gleich straight an. Habe ich noch Nades? Nee. Bin leer. Aber ich habe eine Pistole. Oh ja. Yeah. Schieß die Glatzen, bis sie platzen. Granados. Ein Wurf heißes Äpfelchen. Weil die sind aber auch doof, diese Typen, oder? So, schon langsam wäre Munition von Vorteil. Also wegen dir habe ich das Licht jetzt nicht eingeschaltet, Alter. Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Arschloch, ey? Ich habe mich, glaube ich, zu langsam geschossen. Das muss schneller gehen in Zukunft. Ich bin auch viel zu nachlässig in diesem Schwierigkeitsgrad. Aber das Schöne am normalen oder in dem Fall leichteren Schwierigkeitsgrad ist natürlich, dass man von der Story auch ein bisschen mitbekommt und nicht permanent so gestresst ist. Hey, ich habe noch eine Boomshot. Hatte ich die vorhin auch? Ich weiß es nicht.
Oh mein Gott. Shit! Der nächste! Bitte stirb doch, danke. Auf geht's. Auf geht's! Kann ich das nicht raus? Doch. So, da ist wieder der Propantank. Oh, den hätte man vorhin schon anschießen können. Dann wären die Typen nämlich schneller gestorben. Den schießen wir an, dass die Arschlöcher da rauskommen. Brauche Munition. So, und jetzt sterbe ich nicht so schnell. Das sind jetzt zwei Gegner weniger, oder was? Oder wie? Der Typ, der mich vorhin gekillt hat, der kam jetzt hier nicht mehr. Okay, damit kann ich leben. Müssen wir da rein? Ne, wo müssen wir hin? Ich meine, mir ist egal, wo wir hin müssen. Es ist Munition, wir haben ja recht. Alter, gib mir aus dem Weg. Was ist mit dir, Dom? Ah, okay. Nesha Muni. Das sind unsere Grillfreunde. Wo geht's weiter? Ich kenne mich nicht aus. Ja, hier waren wir schon. Habe ich mich vielleicht in der Tür geirrt? Ich meine, hier waren wir auch schon. Ah! Einfach nur nach rechts schauen. Wo? Ah, da oben. Okay. Was machen wir jetzt? Wir schieben das Auto. Dominik, kommst du mit? Oder eher nicht? Mir ist scheißegal, was du machst, Alter. Ich bin auf den Typen sowieso nie verlassen. Ich habe noch 4 Schuss in meiner Pistole. Kann ich da weiterschieben? Nee, kann ich nicht. Wir müssen da weiter nach vor, uns zur Troika vorkämpfen. Natürlich in gewohnter Manier durchs Licht. Munition gespart! Der hat jetzt aber einiges mehr an Schüssen benötigt, um zu sterben. Hier haben wir die Troika, aber ich glaube, das war nicht unser Ziel. Wir müssen hier weiter. Oh, weitere Munition, sehr schön. Da gibt es sogar Granaten, yeah! Gott sei Dank, endlich wieder Munition. Wo müssen wir hin? Da dürfen wir nicht rein. Hier auch nicht. Er steht eigentlich immer nur beschissen rum. Das ist unvorstellbar. Muss ich hier raus vielleicht? Nee, aber... Ah, da außen kann man vorbei. Alles klar. So, Dominik, du bleibst einfach da drin stehen. Mach mal kurz Pause. Überhaupt kein Problem. Ich schieße mal wieder ein paar Propantanks an. Steht da unten eigentlich einer? War doch ein Gegner, oder? Fragwurf! Da war doch irgendwo noch ein Gegner. Ich habe ihn ja gehört, Mann. Ich bin echt zu doof, um hier den Weg durch eine eigentlich vorgefertigte Linienführung zu finden. Ah, da schießt schon einer. Wo schießt er? Ich lauf da jetzt einfach. Ich bin im Licht. Ich war im Licht, verdammt. What the hell? Muss ich die ganze Scheiße jetzt nochmal spielen? Nur weil unser Dominik da irgendwie dumm rumsteht. Also das Ganze nochmal. Da oben war ein Gegner. Aber Moment. Wenn ich der Troika jetzt das Licht ausschieße. Dann passiert nichts. So, Dominik, wie schaut's aus? Kommst du mit mir mit? Oder eher nicht? Also ich krach da jetzt mal allein nach vor. Dominik wird in der Zwischenzeit von den Krill angegriffen.
Ich gehe da jetzt einfach mal rein. Schön! Hol mir die Munition. Soweit ich jetzt weiß, war da draußen jetzt ja auch Munition. Hier hinten, genau. Da waren dann noch ein paar Nades und da oben ist so ein Typ drin. Kann ich da raufwerfen? Jo, kann ich. So, das war's. Dominik wird permanent von den Kühen gekillt. Scheiß dunkel hier, da kommen wir nie durch. Ist das ein Arschloch, oder? Ich meine, was für ein Idiot muss das sein? Nehmt die Gasse links von euch. Welche denn? Welche meint sie? Aber die meint sie doch nicht, oder? Ja, meine Freunde, wie dem auch sei, welche Gasse die Tante hier gemeint hat, das seht ihr in der nächsten Folge, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen. Lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt. Ich wünsche euch noch was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Euer Viva.